Hallihallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch. Ich bin's wieder, deine Stempeldream76 und ich möchte heute gemeinsam mit dir kreativ werden. Ich habe mal wieder bei Faltkarten geshoppt und da möchte ich dir natürlich ganz, ganz gerne zeigen, was da so in meinem Warenkorb gelandet ist. Und fangen wir mal an, ne? Also, es ist ein bisschen was geworden, aber überschaubar, aber trotzdem viele schöne Sachen. Ich fange gleich mal hier mit dem Cardstock an. Der hat mich total angelacht. Ich meine nicht, dass ich schon ungefähr 8 Tonnen Papier habe, ne? Aber nein, mich hat dieses Farbspektrum einfach total angelacht. Das war so wunderbar sommerlich und frisch und deshalb muss das bei mir in den Warenkorb. Es handelt sich hier um ein Farbkarton-Set. Da sind jeweils 5 Bögen von 10 Farben drin und das sind Strukturpapiere. Also früher mochte ich ja Strukturpapier überhaupt nicht so gerne. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, ist blöd, angefreundet, das ist besser. Ja, und ich finde hier gerade so diese, also ich bin ja jetzt kein Rosa, ne? Aber das hier hat schon irgendwie was. Auch dieses doch etwas schreiende Gelb, Grün, ich weiß es nicht so genau, finde ich mega irgendwie. Das hat was. Ich bin auch nicht, eigentlich nicht so der Gelbtyp, aber auch dieses Zarte hier finde ich wunderschön. Also es hat mich auf jeden Fall angesprochen, war so richtig schön sommerlich frisch irgendwie und versuche das hier gerade mal so ein bisschen zu fächern. Das war einfach für mich so, wo ich dachte, ja komm, also 8 Tonnen Papier, da geht noch was oben drauf. Ja, und deshalb sind diese 50 Bögen eingezogen, weil mich die Farben irgendwie so sommerlich abgeholt haben und das war irgendwie an dem Tag nötig. Ja, also, ich denke, das Papier, das könnte vielleicht mit zum einen, ich bin mir noch nicht sicher. Ich zeig dir erstmal, was ich noch so habe. Also, Papier haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen und dann mache ich gleich hier weiter. Ich habe mir noch ein Inkspray von Faltkarten geholt. Und zwar das Metallic Silber. Ich habe gedacht, ich probiere es mal aus. Im Designteam habe ich Gutes drüber gehört. Mal schauen, was es wird, ne? Und Silber geht irgendwie immer. Leider kein Gold, das hätte ich jetzt noch prima gefunden. Aber Silber ist auch völlig gut. Auf jeden Fall ist eine Kugel drin, das finde ich schon mal gut. Damit die Farbe sich gut, also die Pigmente gut lösen können in der Farbe und dass man die dann sprühen kann oder tropfen kann oder whatever auch immer damit machen möchte, ne? Dann habe ich noch, ach ja, in meinem Päckchen lag wieder DSP dabei. Faltkarten, Kulricke. Mega. Ich habe da schon so ein bisschen einen Stapel mittlerweile, ne? Also da ist, ich mag es einfach. Punktum. Dann habe ich ich habe was für mein Gemüt entdeckt. Es gibt jetzt auch bei Faltkarten Wachssiegel. Und Wachs. Ja, weil wenn man Siegel hat, braucht man auch Wachs. Diesen von Spellbinder. Ich habe ja schon ein paar Wachssiegel. Aber ich wollte das jetzt gerne ausprobieren. Und ich fand das Mandala irgendwie ganz hübsch. Ich bin nicht so der Mandala-Freak, ne? Aber irgendwie hat es mich angesprochen. Und ich dachte so, nachdem ich hier diese wunderschönen Farben hatte, dachte ich, pff, das könnte vielleicht passen. Und wenn ich jetzt mal hier so drüber schaue, das könnte vielleicht schon was geben, ne? Oder dann halt so ein bisschen dunkler, damit es sich abhebt. Also du siehst, ne? Das könnte hinhauen. Also ich denke, Wachs werden wir auf jeden Fall heute mal machen. Das mag ich ja immer sehr gerne. Das ist einfach eine schöne Sache. Und die Farbe mag ich. Also die ist ja richtig schön. Wie heißt die denn überhaupt? Pastel Aqua. Ich meine nicht, dass ich es mir hätte denken können, aber gut, ich habe es nochmal nachgelesen. Ne? Und falls du so ein Siegel noch nicht kennst, ist eine ganz einfache Geschichte. Du hast hier zum einen deinen Holzgriff und zum anderen die Köpfe. Manchmal kannst du auch einfach nur die Köpfe kaufen. Zumeist passen die immer aufeinander. Also ich hatte bis jetzt noch nichts, was nicht gepasst hätte. Also, dass der Stempel nicht zu dem Holzgriff gepasst hätte. Und so kannst du das immer ganz gut auswechseln. Ja, und dann brauchst du natürlich so einen kleinen Ofen. Aber das siehst du dann. Also, wenn es zum Einsatz kommt, siehst du es dann. So, das kann ich gleich mal entsorgen. Das brauche ich nicht, weil der zieht hier gleich direkt bei mir mit ein. Und dann habe ich noch ein bisschen
Stempel und Prägefolder, die durften auch noch mit, aber da war ich auch recht bescheiden, so für meine Verhältnisse. Ist auf jeden Fall mal wieder Studio Light geworden, was ich schade finde, dass man das so schlecht sieht, ne? Aber nehmen wir die Rückseite, da siehst du das Motiv ganz gut. Das musste einfach mit. Sonnenblumen mag ich wirklich richtig, richtig gern. Und ich dachte halt auch so, den Sonnenblumen kann man auch nochmal für den Spätherbst nehmen. Ne? Also das geht hier auch. Wobei für mich die Sonnenblumen irgendwie immer gehen. Das muss ich auch sagen. Ja, und der ist es geworden. Ich mag ja tatsächlich nicht so diese Hintergrundgeschichten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das so nutzen werde. Ich fand halt die Blüte schön. Ich mag das nicht, wenn es so vorgefertigte Stempel sind. So in der Vollendung einmal abstempeln, fertig, ist jetzt nicht so meins. Ich mag das dann gerne, dass ich das selber aufbaue. Aber gut, wir gucken, was es kann. Aber wie gesagt, die Sonnenblumen haben es mir angetan. Die mussten es einfach sein. Dann habe ich mir hier von Creative Expressions zwei Stempelsets gegönnt. Einmal hier so ein Hintergrundstempel. Und die sind richtig, richtig schön. Ist Gummistempel. Ich glaube, der kann was. Ich glaube, mit Aquarell sieht der richtig mega. Also ich habe da was ziemlich Cleanes im Kopf. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. Das werde ich dir, ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Aber auf jeden Fall, das nächste Video wird auch sich nochmal mit dem Haul hier beschäftigen. Das sehe ich schon. So, also dann haben wir hier einmal die Blümückens. Und dann ein paar leichte Kalorien. Das musste auch mit. Ist das nicht entzückend? Also hier diese Torte da, der Kuchen, der ist so, und Erdbeeren. Hallo, es ist sogar was Gesundes dabei. Also ich mag sowas ja total gerne zum Geburtstag. Da kann es von mir aus nicht genügend geben. Also ich habe da schon einiges bei mir im Fundus. Die Motive finde ich auch schön groß. Da kannst du was mit anfangen. Also wenn ich mir hier das so anguck, das ist schon ordentlich. Also für eine Slimline-Karte, denke ich, sieht das richtig proper aus. Gefällt mir gut. Auch das Eis ist schön groß. Also finde ich richtig toll. Und da, das ist mein Cupcake, da sind Sterne drauf. Genau deswegen durfte dieses Set also auch bei mir einziehen. Und ich glaube, das wird es auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine Embossing-Folie von Studio Light. Studio Light, wollte ich sagen. Und das sind so Waben. Finde ich ja richtig, richtig cool. Ist in Slimline-Form und den möchte ich auf jeden Fall in Szene setzen. Ich habe da auch schon eine Idee und ich würde sagen, ich höre jetzt auf hier zu babbeln und sag einfach nur, los geht der Peter, ne? Ich habe hier jetzt erstmal begonnen, meine Slimline-Basiskarte zu schneiden. Die schneide ich 21 x 21 cm zu und falte sie dann bei 10,5. Und verwendet habe ich hier den ganz normalen Faltkarten-Cardstock in der Farbe Weiß, wie man ganz unschwer erkennen kann. Ja, und da ich dabei war, habe ich dann auch gleich meinen Aufleger zurechtgeschnitten. Der hat ein Maß von 9,5 x 20 cm, also rundherum einen Zentimeter kürzer, sodass ich dann auch noch eine farbige Mattung mit unterbringen kann. Die suche ich mir jetzt hier gerade aus meinem neuen Farbenpaket und orientiere mich da ein bisschen an dem Wachs. Ich habe mich also für dieses Aqua entschieden und schneid mir da die Mattung zurecht in einen Hauch größer als mein Aufleger. Ich glaube 9,8 mal, genau, 20,3 oder so. Also wirklich, dass es nur ein Häuschen breiter ist. So, dann schaue ich erstmal, mein Aufleger passt in die Slimline-Prägeform rein. Also ist nicht zu groß, nicht zu breit. Und dann kann ich mich an mein Wachssiegel machen. Das hier ist dieser sogenannte Wachsofen. Ist eine ganz einfache Nummer. Da gibt es dann immer solche kleinen Tiegelchen dazu. Und in dieses lege ich dann meine Wachsperlchen rein. Die kommen jetzt hier dazu. Die schmilzen jetzt. Und während das vor sich hin drüsselt, kann ich mich mal an meinen Aufleger machen. Den habe ich jetzt hier, da habe ich mir Distress Oxide in der Farbe Peacock Feathers auf meine Matschmatte gesetzt und mit Wasser ein bisschen verdünnt und setze das auf den Cardstock drauf. Ich habe diesmal bewusst kein Aquarell-Cardstock genommen,
Wollte ich einfach nicht. So, das ist jetzt doch ein bisschen doll von der Farbe her geworden. Also noch mal ein bisschen Wasser dazu. Ja, es sieht wunderbar aus, aber naja, du siehst es gleich. So, jetzt habe ich also hier mein Wachs, das ist geschmolzen. Das gebe ich mir hier auf meine Marmorplatte. Du kannst auch alles andere nehmen. Ich habe halt eine Marmorplatte fertig. Was halt die Hitze aushält. Setz mir da so einen Kreis drauf und stell vorsichtig meinen Wachsstempel drauf. Das dauert nicht lange, bis es ausgekühlt ist und kann das dann hier nehmen. Ja, schade, schade, Schokolade. Leider war das zu wenig Wachs gewesen. Also fange ich nochmal von vorne an, schmilz das Wachs und gebe mir das jetzt auf meine Marmorplatte nochmal drauf. So ein bisschen, ich gucke halt, dass es so ein bisschen kreisrund ist. Und wenn dann das Wachs da endlich drauf getropft ist, kann ich wieder den Stempel draufstellen und wieder kurz warten. Das geht im Regelfall sehr schnell. So, da ist es jetzt das gute Stückchen. Es fällt jetzt noch nicht so doll auf. Ich bearbeite es noch, dann wirst du sehen, das wird hübsch. Und jetzt kann ich mich an meinen Prägefolder machen. Hier färbe ich gerade meinen Prägefolder einfach mit dem Distress Oxide ein bisschen ein, sprühe meinen Aufleger an und lege den dann in den Embossing-Folder. Ich habe hier ein bisschen viel Wasser genommen. Ein bisschen kurz mal abtupfen, ne? Und lege dann also, wie gesagt, meinen Aufleger in den Embossing-Folder rein. Und kann ich auch irgendwann mal entscheiden, wie er liegen soll. Jetzt! So, ein bisschen ist der Embossing-Folder ja eingefärbt. Das gibt also noch ein bisschen Farbe nach unten ab. So, dann muss ich dann erstmal gucken wegen dem Sandwich. Da ist ja auch jeder Embossing-Folder ein bisschen anders, ne? Das ist manchmal ein bisschen... So, und hier ist es. Huh, ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen viel geworden. Ich mache es also nochmal, habe mir einen Aufleger zurechtgeschnitten, habe den aber jetzt komplett weiß gelassen und nur den Embossing-Folder eingefärbt. Und nicht noch den Hintergrund. Also, dass es ein bisschen weniger wird. Nehme hier auch wieder ein bisschen von der Farbe ab. Ich merke, das ist zu viel. Und dann präge ich das nochmal. Und das sieht besser aus. Das andere war einfach echt too much, ne? Also, guck mal im Vergleich, das ist schon Wahnsinn gewesen. Und das hat es jetzt für mich. Das ist ein schöner Guck, das gefällt mir. Hier schaue ich mal wegen dem Siegelchen und denke, naja, mal gucken. Wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange, ne? Da kann ja noch viel passieren. Ja, jetzt habe ich mich also für einen Stempel entschieden. Es ist natürlich das Törtchen geworden hier, diese Torte. Ich fand die einfach schon mega. Und die stempel ich mir ja mit Kaibel Ink auf ein Stück Aquarellpapier ab. Denn ich möchte mit diesen Watercolor Pencils von Tim Holz ein bisschen umherwuscheln. Das ist jetzt nicht genau die gleiche Farbe, wie ich das für das Distress Oxide verwendet habe. Dieses Aqua ist aber nicht schlimm, passt trotzdem. Ja, und da setze ich mir einfach nur die Farbe ein und verblende die mit einem Pinsel und Wasser. Siehst du hier, ich mache da jetzt auch nicht so viel Geschissel, ne? Ich habe ja noch diese Spitzreste hier fertig vom Anspitzen der Stifte und die kann ich mir dann anlösen, um einfach noch ein bisschen die Schatten mehr rauszuarbeiten, damit das Motiv ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Spannung bekommt. Und so verfahre ich halt einfach komplett durch. Manchmal nur den Stift, manchmal mit dem Spitz, mit den Spitzpigmenten. Also ich habe da jetzt kein vorgefertigtes Schema. Ich arbeite mich hier einfach mal durch das Motiv durch. Sieht jetzt noch nicht so prall aus, aber ich veredel das noch ein bisschen mit meinen Polychromos. Da gucke ich auch einfach, dass ich in etwa den passenden Stift dazu kriege. Und schon bekommt das ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Ausdruck, ein bisschen mehr Lebendigkeit. Dann gibt es mit Sakura noch ein paar Highlights. Und dann kann ich mich auch schon ans Ausschneiden machen. Also Bruderlieb, wenn das mal in echt so schnell gegangen wäre. So, das sieht schon mal ganz nett aus. So die Grundidee, aber ist noch Luft nach oben. Jetzt habe ich mir überlegt, das Wachsdingelchen, das sieht ja jetzt noch nicht so danach aus, dass es mir so in Form vollendet gefallen würde. Also nehme ich mal, ich teste das jetzt einfach hier, dieses Inkspray und gebe davon ein bisschen was auf mein Siegel. Verreibe das ganz einfach nur mit dem Finger. Ich mache da jetzt gar nichts, ne? Also, so. Dreckige Finger haben wir schon mal. Den Überstand mache ich weg. Und da
Tataratata hat schon einen anderen Guck. Es ist mir noch ein bisschen dezent, also gibt es noch ein bisschen mehr von dem Silber. Und auch diese Pönöppel da von dem, ich weiß gar nicht, soll das Wunderkerzen sein? Ich denke mal, die werden dann auch noch ein bisschen gesilbert. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und wenn ich das dann geschafft habe, lege ich das nochmal so zusammen und gucke wegen meinem Text und denke, jupp, das wird es. Zap, zap, mal kurz ouchen. Weißt ja, es tut nur einmal weh, wenn man einen Stempel durchschneidet. Mache ich aber ganz oft. Brauche ich einfach. Weil mir ist der jetzt hier zu lang für meine Karte. Und somit kann ich ihn mir wunderbar zusammensetzen. Erstmal Have a Sweet und unten drunter in die zweite Reihe kommt dann to Stay. Und ja, also ich kann das ja nachher wieder zusammensetzen auf dem Acrylblock und schon habe ich meinen Stempel wieder in der vollen Länge. Also das ist ja überhaupt nichts Drama, ne? Das geht ganz gut. Jetzt habe ich mich entschieden, wie setze ich das drauf? Ich mache ein Schildchen. Habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gemacht. Fand ich eine ganze Zeit lang einfach viel zu plakativ. Aber hier, glaube ich, ist es jetzt genau das Richtige. Also einfach diesen Kontrast, ne? Schneide ich mir das zurecht, das Schildchen. Und da ich ein bisschen geizig bin, nehme ich von diesem wunderschönen, von dieser Mattung, die ich mir da zurechtgeschnitten habe, einfach ein Stückchen raus, schneide mir eine Mattung für meinen Spruch zurecht. Das sieht ja nachher keiner, dass ich das rausgeschnippelt habe, aber ich habe hier schon die Mattung für meinen Text, kann das direkt mit Kleber aufsetzen und habe einfach nicht so viel Papier verschwendet, sage ich mal, ne? Jetzt, auf jetzt, macht das da drauf. Mensch, 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 Mensch. Also jetzt sitzt der Spruch, kann kurz anziehen und ich kann meine Mattung aufkleben. Das Loch sieht ja nachher keiner mehr, weil mein Aufleger hier drauf liegt. Also ist ja gar kein Drama. Sudle. Schwupp, es sitzt. Gefällt mir gut, die Farbkombi mit dem Weiß. Meinen Aufleger, den bearbeite ich jetzt noch ein bisschen mit meinen Fingernägeln. Ja, das mache ich sonst oft mit der Schere, aber ich hatte jetzt keine Lust, dass da überall das Papier rumfliegt und Gefaser und tralala. Deshalb habe ich das einfach mal mit dem Fingernagel gemacht. Und das geht auch. Und wenn das einreißt, ist es völlig in Ordnung. Das soll ja auch so ein bisschen so ein, also keinen ordentlichen Look haben. Und das setze ich jetzt auch direkt auf meine Mattung auf. Auch wieder mittig. Das braucht ein Momentchen, bis es anzieht. Also hier auch ein bisschen mehr Kleber nehmen, weil das Papier ja geprägt ist, ne? Sonst hält das einfach nicht so gut. Das passt mir und jetzt gucke ich mal, wie ich das anordne. Weil so gerade ist nicht. Ich glaube Shep. Shep ist Englisch und Englisch ist modern. Das gefällt mir in der Theorie schon ganz gut. Aber so ein Heuchelchen fehlt noch, ne? Also hinter diesem Wachsteilchen. Und da habe ich mal in meinem Fundus geguckt. Ich habe von MFT Dynamics noch ein paar Blätterstanzen gefunden. Die stanze ich mir einfach nur aus mega dickem Transparentpapier aus meinem Fundus aus. Und das kommt dann hinter mein Medaillon, also hinter mein Wachsmedaillon. Ich finde, das gibt nochmal das gewisse Etwas. Und sieht schick aus. Also mir gefällt es einfach. Jetzt kann ich schon anfangen, meine Karte zu vollenden. Denn jetzt kommt nicht mehr so viel. Die Pöschelchen da, die werden jetzt noch gleich aufgesetzt. Also die muss ich halt vorher setzen, damit ich in etwa weiß, wo dann die Torte hinkommt. Also wo die Pöschel hinkommen, wenn die Torte da sitzt. So rum. Gott, das war jetzt aber wieder kompliziert. Ich benutze hier tatsächlich nur Flüssigkleber. Das kann ich noch ein bisschen schieben und außerdem mag ich den mehr. Punkt. Die Blätter kommen also jetzt hinter meinem Wachssiegel. Da gucke ich nochmal so wegen der Höhe. Und zapp, zapp. Da kriegt das Wachssiegelchen noch ordentlich was ab. Und dann gibt es noch ein paar schwarze Nouveau-Drops zum Schluss. Und dann bin ich auch schon fertig mit meiner Karte. So, nach viel Chaos habe ich es geschafft, das Kärtchen zu vollenden. Und ich muss sagen, es ist nicht meine Farbe, aber ich finde sie mega. Also,
Ich glaube, es liegt aber auch hier an diesen kalorienlosen Süßigkeiten. Also tatsächlich, das ist richtig, richtig schön. Und ich habe mal wieder was ganz Altes gemacht, nämlich einfach so Schilder. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, weil mir das einfach nicht gefallen hat. Aber hier habe ich jetzt die Kurve nicht gekriegt. Da war es jetzt eine gute Möglichkeit. Und wie gesagt, wie immer mal wieder den Stempel zerschneiden. Das hilft wirklich. Ja, was ich mit dem hier mache, das schauen wir mal. Das war jetzt wirklich ein bisschen viel. Vielleicht nehme ich die andere Seite. Mal schauen. Aber Verwendung finde ich auf jeden Fall. Nur dafür war es mir, also das hat mir einfach nicht gefallen. Da finde ich das jetzt besser. Wie immer, du hast alles gesehen. Ich habe dir schon ganz, ganz viel erzählt dazu. Und ich würde sagen, dann mache ich es jetzt mal kurz und schmerzlos. Ich verabschiede mich von dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, Nacht, wann immer du das Video siehst, und sag tschüss, bis bald.